Schon kaputt. So werde nicht so kurz. Lass mich los! Warum ist immer alles unerreichbar? Mein Arm ist zu kurz. Jetzt doch. Ich habe es. Das ist für dich, Schmeißfliege. Hui. Gerons. Nori. Erster Mord. Das wird ganz schön düster hier, Leute. Das Finale hat's in sich. Das Fleisch ist aufgebraucht. Oh, wie sieht die denn aus? Nori! Nori! Wer bist du? Kannst du mich sehen? Ich bin es, Geron. Geron? Die Harfe hat dich herbeigerufen, wie der Vogelmann es gesagt hat. Ja. Ich wollte dir einen grünen Himmel malen, aber die Töne machen alles schwarz. Ich werde dich von hier fortbringen. Irgendwie. Müh dich nicht, Vogelfänger. Es gibt keine Rettung. Nori und die Harfe sind eins. Sehr. Ja, ein Jammer, dass ich bin, wer ich bin. Dass ich sehe, was ich sehe. Und tun muss, was zu tun ist. Erwartest du Mitgefühl? Ich bin nicht herzlos, Nachthaar. Ich nehme mir lediglich, was mir bestimmt ist. Und was ist das? Einst wurde mir Unsterblichkeit versprochen. Doch erhalten habe ich nur die Aussicht auf einen qualvollen Tod. Aber das darf nicht mein Schicksal sein. Die Götter haben noch eine Aufgabe für mich. Nicht grundlos wird die Gabe des zweiten Gesichts vergeben. Darum darf ich nicht sterben. Das wollen wir sterben mal wirst sehen. Du aber. Ich werde dich rupfen und dann ausstopfen. Überlege dir deine nächsten Schritte gut, Vogelfänger. Es muss hier nicht enden. Verstehst du nicht? Nori ist nur Traumstoff. Der Zaubervogel, der zerplatzt, wenn du ihn greifst. Dort unten wartet das wahre Leben auf dich. Das Kräutermädchen wird dir viele Kinder schenken. Kinder, die keine Fee dir geboren hätte. Wie sieht es aus? Willst du mir dafür nicht etwas geben? Hast du nicht hergebracht, was mir gehört? Gib mir das Artefakt und ich lasse dich ziehen. Was hast du mit Nori gemacht? Lass sie gehen! Martere mich, wenn du ein Opfer brauchst! Du kannst sie nicht mehr retten. Die Harfe hat sie verschlungen. Jeder Versuch, sie zu befreien, wäre ihr Tod. Was willst du mit dem Reif? Soll dein Geist in meinen Körper fahren? Wahrlich. Das wäre eine wunderbare Ironie. Doch warum Vogelfänger sein, wenn ich auch König werden kann? Darum geht es dir? Du willst die Herrschaft über Andergast? Andergast? Nein. Ich werde über ein Reich der Träume herrschen. 1000 Traumsplitter offenbaren mir die Zukunft. Dann forme ich sie nach meinem Willen und werde endlich unsterblich sein. Also? Nein, nein, es muss noch einen anderen Weg geben. Vergeudete Gedanken, Nachthaar. Ich habe deine Entscheidung längst gesehen. Du wirst deine Hand ausstrecken und du wirst mir den Reif geben. Es ist unabwendbar.
Das Artefakt! Gib es mir! Es heißt, keine Magie kann den Reif berühren. Bemühe dich nicht! Nichts, was in deiner Macht steht, kann das Instrument zerstören! Die Musik verwandelt die Krähen in Albtraumvögel. Dieses entsetzliche Dröhnen, lange hält mein Verstand das nicht aus. Bemühe dich nicht! Nicht! Dummkopf! Erbärmlich. Wie einfallslos. Das müssen Tausende sein. All das nur, um die Zukunft zu sehen. Um den eigenen Tod zu verhindern. All das nur, um... Das müssen... Gib es auf! Du kannst sie nicht retten! Nuri ist jetzt ein Teil der Harfe! Gib nicht auf, Nuri! Es tut mir leid, dass ich gelogen habe. Ich wollte dich retten. Mach dir keine Sorgen. Kobolde lügen auch oft. Und ich mag Kobolde. Oh, ist das rührend! Bald wirst du frei sein. Dann fliegst du frei wie ein Vogel, hoch zum Himmel. Irgendwie bringe ich die Harfe dazu, dich freizulassen. Aber ich bin doch die Harfe. Und wenn ich nicht mehr spiele, bricht alles auseinander. Ich muss jetzt gehen. Nein, bleib doch hier. Der Vogelmann möchte, dass du alleine bist. Nein. Damit ich dich nicht ablenke. Nein, ich will nicht allein sein. Ich habe so lange gespielt. Ich wollte, dass du herkommst. Der Vogelmann hat es mir versprochen. Die Musik verwandelt die Krähen. Dieses Entlange hält mein Ver... Halte aus, hörst du? Solange sie noch weinen kann, ist Nuris Seele nicht verloren. Bald wirst du wieder lachen, Nuri. Das verspreche ich. Der Fokus. Ich verwende Nuris Tränen als Fokus für das Artefakt, so wie der Seher einst die Feder verwendet hat, um sich in den Rabenkörper zu retten. Und, Vogelfänger? Also gut. Hier hast du deine Krone. Trage sie, solange du lebst. Und jetzt? Du hattest nie vor, mich gehen zu lassen, nicht wahr? Sei zornig auf die Götter, Nachtar, nicht auf mich. Ungerecht scheint jedes Los, das sie uns auferlegen. Doch was ist dein Leid oder das Leid einer Fee gegen all die Leben, die ich retten kann? Lass mich dir eine Prophezeiung stellen. Du wirst scheitern und den Tod finden. Und das Ende, das ich bringen soll,
geht dir. Deine Zeit ist abgelaufen. Zeit? Was verstehst du von der Zeit? Die Zeit ist das Feuer, in dem wir brennen. Einst zerschmetterten die Urgötter den Spiegel des Kosmos, der die Zukunft zeigte. Heute Nacht setze ich die Scherben neu zusammen. Der Wächter der Zeit wird deinen Frevel bestrafen. Der Wächter der Zeit? Der 13-Gehörnte, der angekettete Gigant. Verstehst du immer noch nicht, Vogelfänger? Ja, Mann. Der 13-Gehörnte hat keine Macht über mich. Es gibt keinen Wächter der Zeit. Es gibt keinen Satinav. Tata. Kehrte mit ihr nach Andergast zurück. Dort ahnte niemand etwas von seiner großen Tat. Doch das kümmerte ihn nicht. Mit den Krähen hatten sich auch die dunklen Träume verflüchtigt. Und das Land fiel bald wieder in einen friedlichen Schlaf. Ja, das war's. Satinavs Ketten. Ein wunderbares Spiel. Danke, Dedelic. Danke. Es war super. Ich anfangs sagte, ich bin schon lange ein Freund der DSA-Saga und spiele das Pen and Paper sehr gerne. Mein Lieblings-Pen and Paper. Yes, es war eine Geschichte, eine glaubwürdige Geschichte. Ich habe es gern gespielt. Ich freue mich schon auf den Nachfolger, Memoria, oder nicht direkt Nachfolger, aber auf das nächste Abenteuer in der DSA-Mythologie. Ich ziehe mal die Maus, damit man den Namen auch lesen kann. Wirklich Story, wunderbar, Grafik, alles. Also, ja, ich kann mich nur nochmal... Danke an euch, danke fürs Zuschauen. Hat Spaß gemacht. Entschuldigt nochmal die lange Pause, die ich machen musste zwischendurch. Das dürfte jetzt in Zukunft nicht mehr so viel vorkommen. Danke an alle, die weiter zuguckt haben. Ja. Musik auch, wo ich es lese. Vocals, Violin. Tolle Musik, man hört sie gerade im Hintergrund, die ich so ein bisschen überlabern muss, leider. Wirklich, wirklich super. Ja. Geschichten, Erzählungen, top. Aber das kennen wir alle schon von den Dedelic-Spielen. Hier ist wirklich Qualität am Werk. Spielzeit war auch ziemlich lang für so ein Point-and-Click-Adventure. Also doch, war wirklich gut, nicht zu lang. Die Rätsel waren zum Teil knackig. An zwei, drei Stellen hing ich wirklich stark. Das habt ihr erlebt. Ansonsten drumherum sehr flüssiges Gameplay. Man ist schnell weitergekommen. Die Story, ja, wie gesagt, super. Das Ende, das hat mich nochmal richtig überrascht, dass das Spiel so dunkel wurde auch und so mit Tod und Trauer konfrontiert. Und ja, es ist ein Happy Ending. Es ist ein Happy Ending, ja, aber es ist jetzt nicht so das schönste Ending. Ne? Das ist aber auch das, was ich gut finde. Wenn die sich trauen zu so einem Ending, wo Nuri jetzt als in ihrer neuen Gestalt quasi leben muss und
die beiden nie ein Paar werden oder ähnliches. Und man weiß auch gar nicht, wie die Zukunft aussieht jetzt von Geron. Er ist wie am Anfang, wo ich schon sagte, ein typischer DSA-Held. Er kommt zurück von seinen Abenteuern, hat was Großes vollbracht und keiner weiß es. Und das ist aus der Heldenmythologie einfach super. Ja, jetzt hat die Musik auch ausgesetzt. Vielleicht, und ich fand diese Artworks, diese Zwischentrailer, wie jetzt das Hintergrundbild auch ist, super. Also das war echt ein cooler Stil. Diese Kapiteleinteilung und man wusste dann immer genau, man hat einen Teil des Spiels hinter sich und die nächste große Aufgabe steht bevor. Ja, Published, das schwarze Auge, Trademark und so weiter. Ich hoffe, der Delic macht viele, viele weitere so tolle Spiele, wie man es bisher von denen kennt. Bekannt geworden durch Edna bricht aus, Spiel, was ich vorher schon sehr, sehr gerne gespielt habe. Ja, ich glaube, die Credits sind durch. Es beendet sich. Ah, ich habe jetzt einmal geklickt. Gut, dann danke fürs Zugucken noch einmal. Wir sehen uns im nächsten Let's Play. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, euch hat's gefallen. Ja, da hat er mich in der Danksagung abgefügt, weil meine Festplatte vollgelaufen ist. Ich wollte nur noch mal ganz kurz nochmal Dank an euch sagen. Danke fürs Zugucken, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte Spaß, sehr viel. Habe mit dem Spiel mitgelitten. Hat mir trotzdem Freude bereitet. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Alles Gute, bis dann.